Am Karfreitag wurde die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen kurz nach 21 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Edinger Gewerbegebiet gerufen. Es zeigten sich Parallelen zum Brandeinsatz der vergangenen Woche. Wieder meldete eine Streifenwagenbesatzung das Feuer, wieder war dieselbe Entsorgungsfirma betroffen. Diesmal waren Kunststoffabfälle auf einer Deponie in Brand geraten. Schon auf der Anfahrt haben wir gesehen, dass ein großer Feuerschein von weithin sichtbar ist, eine riesen Rauchsäule, die in den Himmel stieg. Die beiden Abteilungen sind dann eingetroffen, haben folgendes Bild vorgefunden, wie man auch vielleicht im Hintergrund noch erkennen kann. Hier gibt es mehrere Boxen, die durch dicke Betonwände abgetrennt sind. Von diesen Boxen brannte eine im Vollbrand. Dort drin gelagert waren Kunststoffe hauptsächlich und ein bisschen Papier. Durch den Brand entstand eine Rauchwolke, die sich bis nach Mannheim-Seckenheim und nach Ilvesheim erstreckte. Schadstoffmessungen ergaben aber keine gesundheitsgefährdenden Werte. Frühzeitig wurde Unterstützung der Berufsfeuerwehr Mannheim mit einem Teleskopladerfahrzeug angefordert, um die Brandreste auseinanderzuziehen und weitere mögliche Glutnester ausfindig machen zu können. Diese Aufgabe übernahm dann jedoch ein Bagger der Firma. Mehrere Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf angrenzende Boxen. Der Abfall wurde anschließend in Schichten abgetragen, mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersucht und bei Bedarf abgelöscht. Um eine Wiederentzündung zu verhindern, wurde der Abfall abschließend mit einem Schaumteppich abgedeckt. Die Brandursache konnte während des Einsatzes nicht geklärt werden. In Betracht kommt auch eine Selbstentzündung durch Gärprozesse.